Ist halt nur nicht besonders effektiv. Ja, das stimmt. Ich habe echt gedacht, das wäre ein Hase. Hier ist noch einer von der Sorte. Der sieht ziemlich geschockt aus, dass wir seine ganzen Mates hier niedergemetzelt haben. Oh, hier sind Fische. Der ist jetzt auch tot. Fische? Komm, Fischi, Oh Fischi, Fischi. ja. Ja, da ist ein Fisch. Aber ich glaube, jetzt haben wir alles Zack. abgelootet hier. Komm mal her. Siehst du den? Wen? Hier, den Fisch. Auf meiner. Nee. Nee, Nee. schade. Nee. Schade. Nee. Schade, schade. Ich hatte den an der. Ja. Da vor dir ist Bis. einer. Zack. Nein. Zack. Noch ein. Wir sollten hier so langsam weg, glaube ich. Ja. Ich mach den eben noch den Tümpel leer. Ich mach den eben noch den Tümpel her. Ah, guck mal, da hinten steht das Bosshaus von denen, glaube ich. Jo. Ist das eine Art Bosshaus da Ja, hinten? das ist Endgegner. Oh, hier gibt's Bären. Ich lasse dir ein paar Bären. da. Kann keine Circuit Boards mehr tragen. Ich auch Heißt, nicht. ich. Heißt, ich baue nochmal schnell ein paar Explosives. Verdammt. Den Hasen habe ich nicht gesehen. Lurch! Lurch! Zack. So. Kann das Circuit Board auch mitkommen? Oh, ich kann auch keine Seile mehr tragen. Nee, Seile kann ich auch nicht mehr mitnehmen. Okay. Aber wenn du keine Seile mehr tragen kannst, dann mach dir doch jetzt eben meinen Bogen. Ah ja, stimmt. Zack, zack, zack. Nee, warte mal, das sind Schneeschuhe. Moment. Nee, das nehmen wir mal. Das sind Schneeschuhe. Warte mal, wie machen wir denn? Zwei Stück, nee, ein Stock und. Nee, das sind auch Schneeschuhe. Hä? Wie war das denn noch? Wie viele Hasenfell hast du denn? Gar keins. Ich bin zu doof, Hasen zu fangen. Okay, wo war der denn? Ah, warte. Simple Bow, Stick, ach ja. Falsche Taste. Ah, scheiße, ich weiß nicht mehr, wie man's, wie man so ein Stickback macht. Ach, es ist mir auch egal jetzt. So, ein Stickback. Moment. Stickmarker, nö. Können wir ja, lass uns das mal ein bisschen weiter weg vom Dorf Ja, besser ist es. diskutieren. Hase, Hase, komm her, Hase. Oh ne, ich renn schon wieder ins Dorf. Nicht gut. Links ist einer, links ist einer. Wo, wo? Steht da zwischen den Wo, Bäumen. welches links? Da, hier links, links. Jetzt geradeaus. Oh, schnell, bevor er schreit. Das Schrei halt. Verreckt. Haben wir noch einen Ist Arsch gut, gepiekst. Möhre, er ist tot. Haben wir noch einen Arsch gepiekst, ey. Aber wir gehen ja echt Mutter die Küste entlang, ne? Ja. Lurch! Wo? Vor dir, links jetzt irgendwo, da links. Lurch! Ja, wunderbar. Da ist ja noch eine Insel. Scheiße, can't carry any more lizard skin. Ja, warte. Da muss ich ihn anziehen. Ich auch nicht. Ja, dann zieh doch mal den ganzen Lizard Skin an, den du da hast. Alles? Ja klar, warum nicht? Na gut. Zu mehr braucht man den noch nicht. Unten da bietet ein bisschen Rüstung. Ja, das stimmt. Hase? Ja, den krieg ich nicht. Hase. Also. Oh, Tatsache, da hinten ist echt aber eine ziemlich fette Insel sogar. Ja. Aber was will Mehrere. man da? Weiß ich nicht. Keine Bäume. Achso, okay. Ich dachte gerade irgendwie, was passiert, weil auf einmal wurde es richtig dunkel hier bei mir. Ach, da bist du. Tag. Hase! Beim Hasenjagen bin ich zu doof. Ja, ich versuche jetzt auch ein bisschen mehr am Leben zu bleiben als.
Da hinten geht der Mond auf, wir haben jetzt noch eine ganze Nacht vor uns. Ja, das stimmt. Und nachts sind die Viecher irgendwie, ich weiß nicht, zahlreich überlegener. Ja, das stimmt. Zahlenmäßig, mal. zahlreich überlegen. Zahlreich überlegen. Aber wenigstens habe ich keinen Hunger und keinen Durst. Ich bin gesund. Hab ein bisschen Rüstung. Hab ordentlich Brandpfeile und allen möglichen Kram. Stoff haben wir viel. Wie viel Stoff hast du? Oh oh. Hörst du die? Ich hab 115. Ach, geil. Ich hab 203 Stoff. Muss mal ein bisschen Stoffticken gehen. Möhre geht mit seinem Feuerchen voraus. Ja, richtig. Ich bin das Leuchtfeuer. Also ist die, jetzt ist alles okay, Warnleuchte. Solange die leuchtet, ist alles okay. Guck mal, hier können wir wirklich auf die eine Insel da. Ich weiß nicht, ob da was ist. Oh, okay. Hier, da rechts, die, weißt du? Da lässt sich rüberschwimmen. Ja, aber da ist doch nix. Vielleicht sind da voll die geheimen Schätze. Was willst du? Echt? Meinst du? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Lurch! Ja, aber dann sind wir wieder nass und dann wird es wieder kalt und all so ein Schmuck. Ja, das stimmt. Außerdem glaube ich wirklich nicht, dass wir da großartig was finden. Können wir auf dem Rückweg mal gucken. Hier unten ist nur so ein Strand. Ich wurde mal, als ich direkt an der Meeresklippe rumgeeiert bin, wurde ich mal von so einem Arschkannibalen runtergeschmissen. Was los? Ja, ich bin fast abgerutscht. Ach, Mensch. Los! Na, da hab ich ein Auge jetzt für, ey. Mit Feuerzeug. Oh, kann ich gar nicht mehr tragen. Guck mal, wie einfach wie so ein Stück Fleisch, der das auf den Boden wirft, so. Patsch. Naja, es ist ein Stück Fleisch. Patsch. Boah, das ist echt gut, ey. Armer Lurch. Lurch. Vorsicht, dann die unterfahren. Und wo kam der jetzt? Ich weiß es nicht, ich habe mich gerade erstmal umgedreht. Ey, boah, nicht, dass er sich jetzt von oben fallen lässt, ey. Ich gehe mal so ein bisschen weg von der Kante. Hm. Oh, ich krieg langsam Hunger. Was? Wir sind doch gerade aus dem Lager raus. Hast du da nicht ein paar von den Snacks gegessen, die da rumlagen? Nee. Ach komm her, lass uns hier runter. Okay. Gut, dann gehen wir einfach runter. Knick, knack, Bein gebrochen. Also der Fallschaden ist wirklich erstaunlich wenig hier. Ja, das stimmt. Ich hatte doch, glaube ich, habe noch nie Fallschaden gekriegt. Doch einmal hast du Fallschaden gekriegt. Echt? Ah ja, stimmt. Als ich hochkatapultiert ja, wurde. Ja, richtig. In die endlosen Weiten, Alter, der Atmosphäre. Das war heftig. Ich hatte mal ein Video gesehen, wo das auch passiert ist. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es mir passieren wird. Boah, ich habe aber richtig viel zu futtern in der Tasche. Das kann ich nicht anders sagen. Ich hab Guck mal, Möhre, da hinten geht's los mit den Bergen. Oh, yo. Wie man steht, cool, schon macht, weiß ich. Ich bin gleich Lizardman. Oh, Lurch. Lurch. Ich hab mir gerade die brennende Fackel in die Tasche gesteckt. Also, ja. Da ist er. Jawohl. Ja. Aber da braucht man dann wahrscheinlich erstmal so wärmere Sachen, ne?
Nö, das nicht zwingend. Dir ist halt kalt ohne Feuer. Ja, okay, klar. Aber du stirbst nicht jetzt wegen Kälte. Aber du bist halt ratzfatz erschöpft, ne? Ja, klar. Das Schöne ist allerdings da oben, da wo Schnee liegt. Oh, Lurch! Da wo. Da wo Schnee liegt, da liegt halt nichts anderes. Wollen wir hier mal kurz ein Feuerchen machen? Ja, und was mampfen? Warte, ich mach. Basic Fire. Können wir auch mal die ganzen Lurche. Na toll! Na toll! Den ganzen Tag! Strahlender Sonnenschein! Kaum willst du was essen. Asche auf meinen Tomaten! Richtig, richtig, richtig. Sehr gut. Asche auf meinen Tomaten. So. Außerdem möchte ich ganz gerne einen zweiten oder einen, am besten noch einen dritten Topf haben. Ja, das wäre geil. Das wäre echt geil. Dass wir noch so ein Sapling-Ding holen. Ja. Bauen können. Und am besten wäre es halt noch, wenn jeder einen Topf hat zum Wasser holen. Ey. Ja, hier kannst du das Ding mal aufbauen. Ja, irgendwie backen wir gerade rum, ne? Jawohl. Das ist so muntere Hasenstecken, ey. Dann können wir uns irgendwas das Hasenfleisch auch fürs Frühstück aufheben. Ja, ist ja richtig. Gut. Was? Ich kann kein Rabbit Fur mehr aufheben. Ich aber. Scheiße, dann. Wie viel habe ich denn? Rabbit Fur 2 habe ich. Ah, scheiße, was ist denn, was war denn nochmal? Ich würde ganz gerne offscreen kurz gucken, aber... Steht das nicht hier in der, hier in den, in unserem schlauen Buch? Der klang ziemlich nah. Oh ja. Ah, da hinten ist er. Wo? Da rechts. Wo ist also da der rechts? Der ist da gerade wieder hochgerannt, der Idiot. Ja, vorne, direkt vor uns. So 12 Uhr. Nee, andersrum. Da. Der steht da hinterm Baum. Zwei Stück. Gib dir gleich da. Da ist er umgefallen. Was ein Mongo. Ja. Guck mal da weg. Hier, leg die mal mit ans Feuer. Oh, hier ist ein Bein weggeflogen. So. Noch ein bisschen Proviant mitnehmen. Genau. Falls uns die Lurche irgendwann in der Tasche vergabbeln. Oh, ich kann keine, keine Beine mehr abnehmen. Aber einen Arm kann ich. Das ist doch noch oh, einer. Hier, Lampion ist angepisst. Lampion, da ist noch einer. Ohne Perle. Oh, die haben wir mal auf die Fresse. Los, stirb. So. War was? Nö, ne? Meine Güte. Kann man nicht mal in Ruhe ein Ei legen? Ja, hier, siehst du, mein ganzes Rehfleisch ist schon vergammelt jetzt. Raw Edible, Raw Edible. Ne, es geht noch. Aber meine. Beine. Meine Lizards und sowas sind alle schon Edible. Ja, Raw Edible. Ja, richtig. Raw spoiled habe ich aber.
Ja, wenn es spoilt ist, dann kannst du es nicht mehr essen. Richtig. Boah, da kann ich aber richtig viel Fleisch nicht mehr essen. Ja. Scheiße. Dann weg damit. Aber hier sind noch lecker Pilze, die kannst du mampfen. Boah, das ist ja kacke. Dass man das. Hier. Das finde ich ein bisschen. Im Ernst, die kannst du wirklich essen. Die sind wirklich gut. Die sind gut. Ah, ja. Oh, doch nicht. Nee, doch. Nee, doch. Aber schmecken wohl nicht so cool. Die, ich habe auch voll viele. Was ich ein bisschen doof finde, ist, dass du jetzt zum Beispiel die Sachen nicht, ich sag mal, nicht kochen kannst, ne, oder hier braten kannst. Und dann mitnehmen. Genau, und dann nimmst du es einfach mit. Aber hast du die Kleine hier neben das Feuer gelegt? Ja, ich wollte erst Eindruck schinden. Mensch, ist denn diese Nacht hier bald zu Ende? Das wäre doch was. Ich glaub, oh ja, es wird heller. Ja, es wird heller. Genau, es wird gerade heller. Ach, herrlich. Herrlich. Mach ich mir doch fix eben sauber. Oh. Ah, sehr gut. Ja, stimmt. Die Morgenhygiene ist sehr wichtig. Ja, richtig. Da lege ich auch großen Wert drauf. Ja, 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 genau. Auch hier. Und wenn nicht sogar vor allem hier. Oder vielleicht auch nur hier. Ah, wunderbar. Kleine ist durch. Ja, wunderbar. Du kannst ja noch ordentlich ein paar Knochen mitnehmen, ne? Ja. Ich steck mir alles ein. So, dann legen wir mal das Frühstück drauf. Einlullig? Eigentlich. Nee, eigentlich müsste ich viel eher was trinken, aber. Naja. Naja, wollen wir mal nicht so sein. Hier da hinten steht schon wieder einer. Auch ja, ganz doof. Er ist auch wie drei morgen, Tage Regenwetter. Morgenhygiene hat er. Der hat gerade geguckt, wirklich wie eine Gans, wenn's blitzt, der Typ. So. Schmatz, schmatz, schmatz. Lurch! Hase! Ah, wunderbar. Auch gleich einen frischen Lizard wieder an Bord. Ein Lizard. Ich hab auch wirklich. Bist du satt? Ja, ich bin satt. Pappsatt. Hast du gut gekocht. Dankeschön. Bitte sehr. Ich habe auch Fisch. Hab ich uns gefangen. Oh, sehr schön. Wisst ihr, wir achten auch auf eine ausgewogene Ernährung. Ja, ja, hier. Klar. Nicht immer nur Fleisch. Nee, auch Fisch. Und Pilze. Ja. Außer Salat. Ich hatte gerade Hase! Ich hatte gerade einen richtig üblen Grafikbug. Er hat sich einfach so rechts an mir vorbei so ein. Das war kein Hase. Nee, das ist tatsächlich kein Hase hier. Aber ordentlich Zähne fallen ihm aus. Ist einfach so rechts an mir vorbei, hat sich so ein Busch geschlängelt. Oh, Hase. Der Busch hat sich an dir vorbeigeschlängelt. Ja, ja. Ja, das liegt den Büschen so im Blut. Oh, Lurch! Lurch! Hase! Das sind Lurchen. Also, wir sind lurchkrank, wirklich. Da war noch einer! Ah, guck mal! Deswegen sind ja so viele Leute angerannt gekommen. Ich fühle mich ein bisschen verarscht von dem Lurch gerade. Möge, wenn ich einen Lurch verarsche, ne? Ey, der rennt ständig im Kreis um mich rum! Was machst du denn? Jetzt hab ich ihn. Du blöder Wichser, ey. Ich glaube, es hackt. Der ist die ganze Zeit im Kreis um mich rumgerannt. Ja, es sind doch überall Hasen, die dich provozieren wollen. Ja, die sowieso. Verdammt. Ja, dann aber komm, weiter. Ja, wir gehen weiter. Lass uns das Sonnenlicht nutzen. Ja, bitte. Bitte. Aber, nee, weißt du was? Lass uns mal rüberschwimmen. Oder zumindest da hinten rüberschwimmen. Ja. Weil ich vermute, dass das da hinten ist. Was? Was genau?
Na, die Krokodile! Ach so, die Krokodile. Ich will dir doch Krokodile zeigen. Ja. Ich mal Rückenschwimmen. Gut, siehst du aus. Legst doch schön den Kopf in den Nacken. Ja, sieh. Blub, 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 blub. Wo bin ich? Unter mir. Du bist Hamburg schnell unter Wasser. Ja, man kann ja auch den Rennknopf drücken, während man unter Wasser ist. Dann schwimmt man schneller. Also, ja. Ah. So. Herrlich, erfrischend, dieses kühle Nass. Herrlich. Eine neue Welt tut uns auf. Sieht direkt anders aus hier. Ey, zieh dir das mal rein. Guck mal, was da hinten liegt im Wasser. Warte, ich sehe es noch nicht. Ne, ein Cockpit. Geil, oder? Lass nach Hause fliegen. Oh. Kinder, vielleicht liegt da irgendwas Geiles drin. Der Pilot oder so. Nur weil er eine Uniform anhat, musst du ihn als geil empfinden. Genau. Ist aber dann weit weg geplatzt, das Cockpit. Oder das von einem anderen Flugzeug. Lurch! 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 Oh, 4-mal daneben, 5-mal daneben. Beim 6. hat dann. Sehr gut. Oben drüber, da wo du gerade bist, ist glaube ich auch eine Basis von denen wieder. Weil ich sehe da glaube ich gerade ein Haus. Ja. Da ist eine riesen. Da ist eine Landschildkröte. Glaube ich. Echt? Ja, links von dir. Oder jetzt geradeaus quasi. Ach nee. Guck mal, mit zwei Hasenfels. Ja. Fellen. Also mit zwei Hasenpelzen kannst du so einen Bärensäckel machen. Dann kannst du dann diese blauen Bären sammeln für unterwegs. Ach so, ach geil. Ziemlich gut. So. Bin gleich da. Und wie ist nichts Geiles? Durch! Also mit diesen Lurchen, echt, das hat's mir voll angetan. Gut, der Pilot ist hier wie... Ohne Flare Gun ist hier. Ach, bist du da drin? Ja. Was haben wir hier noch? Boah, du bist schon so weit weg. Ich dachte, du hältst dich noch irgendwo hinter mir auf. Du bist übrigens ein TV-Star. Was bin ich? Ein TV-Star. Erzähl nicht. Ja. Dieser. Woher weißt du das? Hab ich gelesen. Nein, Möhr, du hast das falsch verstanden. Ich bin ein YouTube-Star. Und jetzt schmeißt du wieder mit Steinen nach mir, du Arsch. Was? Nee. Ja, ja, ich hab's nur neben mir Platsch machen gehört. Vielleicht war das so ein Krokodil. Guck mal, da steht ein Eingeborener mit dem Speer. Mitten im Cockpit. Komm her. Komm her. Hier müsste für dich auch noch so eine Zeitung liegen da. Und jetzt guck ihm an. Und jetzt sag mir, dass du da nicht bist. Alter! Das ist Timmy! Ja, aber ich glaube, ich war eher verwundert wegen dir. Komm mal, Alter, guck mal, das ist tatsächlich der. Ja, sag ich doch. Der Pilot. Die sehen aber nicht mehr ganz so frisch aus. Lass die Beine abschlagen. kann man die essen? Ja, das. Da hinten sind Köffertjes. Oder sowas. Das ist noch eine Landschildkröte. Die ist aber im Wasser. Hast du schon eine getötet? Nein. Du? Nee, da hier. Da sind zwei Stück sogar. Ja, aber töten brauchen wir die. Oh. Guck mal, da hinten laufen sie wieder. Ah, jo. Drecksäcke. Da hinten läuft einer übers Wasser.
Aber sage mal, solange wir jetzt hier in halbwegs Sicherheit sind, ne? Wir ja. stehen wir schon wieder auf 48. Ja, ach richtig. Hm. Dass wir hier mal einen kleinen Cut machen. Ja, würde ich sagen. Dann, und so. Und uns beim Publikum bedanken. Danke, Möbe. Danke, Smuda. Danke schön. Danke. Ja, genau. Dann würde ich einfach sagen, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge von The Forest wieder. Hier an dieser Stelle. Und ja, dann bis dahin. Auf Wiedersehen. Adio. Na, schon wieder ein Screenshot.